Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia 3. In der letzten Folge waren wir dabei, bei den Schwarzbrennern so ein bisschen Schaden anzurichten. Ja, und dann wollte ich gerade jemanden befragen gehen, beziehungsweise noch Schaden bei den Schwarzbrennern machen. Ja, das Problem war bloß, die Bullen waren gerade da. Voll am Arsch. Alles, was du bisher getan hast, hat Sonny Blue bloß geärgert. Du musst ihm Angst einjagen. Bin dabei. Was werden wir jetzt tun? Wir werden Sonny Blue weiter Angst einjagen. Und irgendwie möchte ich ein anderes Auto haben. Tut mir sehr leid. Irgendwas, wo vielleicht das Verdeck zu sein könnte. Nehmen wir mal den jetzt. Ich bin in Point Verdun. Brauch einen neuen Wagen. Hi. Ich bring ihn dir sofort rüber. Weg. Ich hab immer so ein Glück. Alter. Einmal Auto, wie bestellt. Dankeschön. Das ist eine große Hilfe. Leopard, ja? Panzer? Oh, ich mag ja so eine Musik auch, aber... Moment, wo schickst du mich jetzt hin? Das ist okay. Wir fahren erstmal da, ne? Oh, Alter. Oh, wärst du in deiner Geschwindigkeit weitergefahren, hätte es jetzt gar keine Probleme gegeben. Alter, der dreht hier durch, ey. So ein Kompressor drauf oder warum hört sich das so an? Oh, war knapp. Gut eigentlich. Und dir? So. Oh, 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 Entschuldigung. Das ist Hagelschaden. Das regnet doch. Ja, ja. Ob wir jetzt hier rinkommen, ohne dass ich jetzt hier irgendeinen. Was geht ab? Dich erstmal. Das hier ist Sperrgebiet, Arschloch. Ich sag doch, er ist ein Hosenscheißer. Das hier ist privat, also geh. Komm mal mit. Das hier ist Sperrgebiet, Arschloch. Ja. Hm? Leg dir nochmal, wie du einen Arschloch nennst. Oh, Mist. Na los, nochmal. Komm schon. Du wirst mir alles über Bevers Geschäfte erzählen. Das ganze Geld, das wir mit dem Fuselverkauf ranschaffen. Ich weiß, wo es versteckt ist. Meine Crew meldet sich. Okay. Ah, oh, oh. Der Penner hat mich am Sack! War das dein Ziel, deinen eigenen Mann fast anzuzünden? Habe ihn im Visier! Hehehe. Oje, oje, lila, lustig, Laune, Musik. Ach egal, das ist jetzt... Also wenn ich jetzt hier wieder den Ton rausgeschnitten habe, dann könnte es vielleicht daran liegen.
Geht ins Tiefe oder? Okay. Warte, noch ein Mühchen zurück. Gehen wir gleich mal weiter hier. Halt! Waffe wegstecken. Jetzt gibt's Ärger. Oh, warte mal. Nur 90 Meter, na, fahren wir doch erstmal da hin. Das wäre. Naja, noch nicht. Ist vor, aber die schenken hier nicht so großzügig an Schwarze aus. Jetzt, wenn da ein Kompressor drin rödelt. Oh, das wäre vielleicht clever gewesen. Moment, warte mal, wir müssen nochmal auf die Karte gucken. Wo ist denn unser Home? Ach man, Karte. Ah, Mann, ich will doch den Punkt was wegmachen. Wo sind denn jetzt hier? Das ist voll weit weg, ne? Ich würde gern. Wo war denn unser Safe? Vater James, James hat ein Zimmer hinter der Kirche, dem früheren Waisenhaus. Jetzt $700 für uns. Sind wir jetzt Partner? Ja, wo ist denn unser... Ach, hier war. Wir fahren jetzt mal dahin. Ich will mal geldlos werden, ey. Nur noch $3000, ey. Das geht gar nicht. Wenn ich da jetzt nämlich wieder drauf gehe, ist die ganze Knete wieder weg. Aber gab es hier eigentlich auch ein Tempomat nur so für Leute, die vielleicht nicht so auf ihre Geschwindigkeit achten? Steuerkreuz oben gedrückt halten, Adrenalinspritze, Pfeifen gedrückt halten, bla bla bla. Halt, warte mal, wir müssen ja auf Auto wechseln. Gedrückt halten, Waffe wegstecken, Kamera wechseln, gedrückt halten, Ausrüstung zielen, Feuer beschleunigen, halten. Bremse ram. Okay, entweder habe ich es jetzt überlesen. Alter, wie viel Polizei ist denn hier unterwegs, ey? Griffin! Mr. Griffin, Sir! Rede mit Emanuel. Ja, ist wirklich Höchstgeschwindigkeit, wa? Oh mein Gott, wenn ich jetzt irgendwo rinballere, dann pro Mahlzeit, dann sind die $3000 auch weg. Hat er noch hingekriegt, hat er das. Da war noch Geld. Ach, egal. Und jump! Pop, pop. Oh, ganz halt so ein Kompressor pfeifen im echten Autokompressor ist schon geil.
Aber ganz ehrlich, dieses Kompressorgeheul ist ja auch, da finde ich eher so ein von so einem Turbo viel geiler. Obwohl, es geht nichts über einen schönen V8, der kein Turbo, kein Kompressor hat, einfach nur Hubraum und... Ach, oh, geil. Schnell weg. Muss ich es anders überlegen. Mein Gott, sind wir so weit schon weggefahren, ey? Hat man gar nicht mitgekriegt. Düs, düs, düs. Ja, ja, du mich auch. Oh. Hätte fast geklappt. Dachte, ich krieg das hin, um die Ecke zu driften hier. Warum hat denn das da links grün geleuchtet? Hast du das gesehen? Was springst denn du auf mit... Was springst denn du mit deinem Kopf da... Willst du mich verarschen? Willst du mich echt verarschen? Da drüben ist das. Warum hat denn der mich nicht gleich... Halt, Moment, da wollte ich hin. Da wollte ich hin. Jetzt irgendwo muss doch hier unsere Hütte sein. Alter, die Bude quietscht hier. Warte, falsche Seite. So. Dann will ich nämlich mal ein bisschen Geld in unseren Safe und schmeißen. Ist nicht immer scheiße, wenn dann hier alles weg ist, wenn man drauf geht. Und so viel, wie ich kassiert habe hier, ist es... Echt Banane. Mir auch. Ich hoffe, dass wir die Bude irgendwann mal reparieren können. Ja. Gut. Haben wir jetzt drin? 16.000 haben wir schon im Safe. Nur. Halleluja, ey. Nice. Für die Zeit ist es schon echt viel. Ich hätte auch gern 16.000 auf dem Konto, aber... Nee. Leider nicht. Sonst mal kurz einen Weg suchen. Rechts rum. Bitte Straße links. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen veräppelt. Nee, ist richtig. Unser Ghetto. Wir hier erstmal ein bisschen Geld abgreifen. Dann werden wir weiter Leute einschüchtern und zerstören und Sachen kaputt machen. Schön, dich zu sehen, Bruder. Bin nur Geld haben. Da, jeder einzelne Penny. Herrlich, oder? Ich weiß, dass es viel Vertrauen braucht, mir das Hollow zu überlassen. Du wirst das nicht bereuen. Ich hoffe es für dich. Dass du mir noch in den Rücken fällst. Gut. Oh, nee. Ich hab die Fenster aufgelassen. Tut mir sehr leid.
Bin ich gerade geparkt? Ja. Ist irgendwas Schönes drin? Nö. Haben wir neue Klamotten? Was Tolles? Von Angelo. Von Vito Scaletta, genau. Und das hier Action. Der ist cool. Diese zum Freischätzen ist offene Rechnung. Okay. Haben wir noch mal ein kleines Backpack auf dem Rücken. Das ist mal was anderes. So. Könnte man nicht auch reinzoomen? Er will mich immer... Das ist doch aber auf der Seite hier. Wir fahren da jetzt einfach mal so hin. Jetzt mal gucken. Lass mich mal jetzt nicht auf das Navi hier. Nein, das ist doch hier auf der Seite. Du willst mich doch... Will ich da vorne lang noch? Ups. Muss ich da langlaufen? Das ist doch hier auf der Seite, oder sehe ich das falsch? So, hier komme ich nicht rüber, wa? Na. Was ist hier auf der Seite? Kannst du eigentlich schwimmen? Ich hab's vergessen. Ja, kannst du. Schwimmen. Ist hier nicht hoch? Oh, leg mich doch. Dann halt hier. Nein, das sind unsere Leute. Tag. Hast du vor, was zu kaufen? Dann musst du mit Cassandra reden. Sie meinte, du könntest Hilfe gebrauchen, vorausgesetzt du bist Emmanuel. Das hast du gesagt, Lincoln Clay. Wegen dem Gras. Habt ihr da einen fixen Ablauf? Wir fahren mit dem Boot ins Bayou, holen die Ballen und bringen sie her. Das Bayou kann recht gefährlich sein. Das ist Dixie-Mafia-Gebiet. Hast du Schiss vor den weißen Jungs frei? Haben sie deinen so betatscht, als du klein warst? Cassandra hat gar nicht erwähnt, dass du so ein charmanter Kollege bist. Das wird schon seinen Grund haben. Warst du in Haiti auch schon im Business? In meiner Heimat, da war ich ein Hugan. Ein Priester. Was weiß denn Priester vom Schmuggel? Damals habe ich kein Gras geschmuggelt, frei. Meine Ladung waren Flüchtlinge, Menschen. Ich habe sie in Sicherheit gebracht, habe sie vor Duvalier gerettet. Aber davon hast du wahrscheinlich keine Ahnung. Haben wir zwar ein Problem miteinander? Cassandra sagt, wir sind Partner und dass zwischen uns alles cool ist. Ist das so? Kann ich noch nicht sagen. Ich auch nicht. Cassandra kann vielleicht vergessen, was du unserem Volk angetan hast, Frey. Aber ich niemals. Vielleicht hättest du besser in Haiti bleiben sollen. Denkst du vielleicht, dass ich freiwillig weg bin? Von zu Hause?
Aber ich versuche, das Beste daraus zu machen. Tun wir das nicht alle? Es sind immer noch einzelne Dixie-Mafiosi im Hollow. Kümmere dich um die Bande, wenn du Zeit hast. Diese Typen sollen verschwinden. Mhm. Schwarzhandel. Transportaufträge sind eine Möglichkeit, das Einkommen deiner Leutnants zu erhöhen, was für dich eine höhere Gewinnanteil bedeutet. Durch erfolgreiche Transportaufträge erhältst du die Loyalität deiner Leutnants und erfährst mehr über ihre Verbündeten. Geschäfte, denen du etwas lieferst, können höhere Gewinne erwirtschaften. Du kannst weitere Marcanos-Organisationen aufmischen oder erst Transportaufträge erledigen, um deine Brieftasche etwas zu mästen. Im Bayou kommt gerade eine Lieferung Gras rein. Besorg dir ein Boot und bring sie her. Mein Gott, hier kann man ja so viel machen. Nicht CIA, das. Nimm das Vitus-Dosier. Was ist denn das? Was ist da drin? Ach, Sachen. Will ich nicht. Dong, 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 dong. Können wir noch mal kurz ein Medikit? Nimmst du es? Brauchen wir es nicht? Wir kriegen den Laden hier sauber. Danke Ihnen. Oh, siehst du mal, dass ich für ein Guter bin. So, dann werden wir da jetzt mal hinfahren. Ist ja Gott sei Dank nicht so weit. Aber mal gucken, was die von uns wollen. Okay. Speed ist dasselbe. Hab ich schon gewundert, ey. Hey, Vorsicht mit meinen Akten, da gibt's ein System. Du konntest Burke lang genug nüchtern halten, um ihn auf deine Seite zu ziehen? Naja. Mr. Vito Scaletta höchstpersönlich. Du wirst mich doch verarschen. Die letzten Monate waren richtig heftig für den alten Vito. Sal hat ihn immer gehasst, weil er ihn für einen Maulwurf von der Kommission gehalten hat. Aber Vito ist ja unantastbar. Nach dem Überfall hat er einfach Vitos Anteil zurückgehalten. Das hat ihn unter Druck gesetzt. Er wollte verhindern, dass Vito seine Schulden bezahlen kann. Und wenn Scaletta nicht zahlen kann, erlaubt die Kommission Marcano, ihn umzulegen. Vito ist nur noch aus einem Grund am Leben, und zwar, weil er wohl ein paar geheime Nebeneinkünfte hat. Mit diesem Geld konnte er Sal bezahlen. Meins muss man Scaletta lassen. Er ist nicht klein zu kriegen. Er hält länger durch, als ich dachte, aber seine Zeit läuft langsam ab. Vor ein paar Wochen hat Sal seinen Neffen geschickt. Der Junge heißt Michael Greco. Und soll Vito in River Row helfen. Greco hält seine Leute an, Vito Steine in den Weg zu legen. Und wenn Vito dann völlig handlungsunfähig ist, macht er ihn fertig. Scaletta wird wissen, was Greco geplant hat. Ich werde ihn besuchen. Vielleicht kann ich diese Greco-Geschichte nutzen, um Scaletta auf meine Seite zu ziehen. Dein Engagement wird ihn sicher freuen. Der Arbeiter. Sind wir jetzt Partner? Story-Aufgabe. Sind wir jetzt Partner? Geht zu Vito. Ja, und das werden wir auch in der nächsten Folge von Mafia 3 machen. Da werden wir Vito Scaletta besuchen gehen. Wenn ihm mal ein bisschen verraten, was hier geplant ist und warum er eigentlich jetzt kein Geld kriegt. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine der zukünftigen Folgen mehr und ihr würdet mich unterstützen und meinen Kanal. Haut rein, bis zum nächsten Mal.